Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 13. Dezember 2018 nach westlicher Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich noch mein Angebot ankündigen. Dieses Angebot gilt bis 31. Dezember 2018 und beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken, Astrologie näher bringen. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder lieber nach chinesischen Astrologie oder alle drei, ist auch möglich. Die Buchungen laufen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und zu diesem Bild. Hier sehen wir die 12 Häuser, so nennt man das in Astrologie, aber ich mag diesen Begriff nicht, ich bezeichne das als 12 Lebensbereiche. Ich habe nur die Lebensbereiche betont, wo auch die Karten liegen, wo die Energie fließt, und dieses Bild zeigt Sonnenaufgang, weil mit Sonnenaufgang beginnt naturgemäß den Tag. Und das ist die wichtige Energie. Mit welchem Energie starten wir den Tag? So verläuft das alles. Natürlich ändert sich das, weil das dreht sich alles, weil die Erde rotiert. Also das bleibt nicht stehen, aber das ist die Energie, mit wem wir den Tag starten. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont nach unten. Dieser Horoskop hat einen Tiefpunkt. Bei Sonnenaufgang ist hier im tiefen Punkt die Tierkreiszeichen wieder. Und der höchste Punkt des Horoskops ist bei Sonnenaufgang die Tierkreiszeichen Waage. Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Und hier ist die Wurzel des Baumes und ganz oben ist die Krone des Baumes. Das, was wir erreichen können. Unserem Ziel liegt auch unserer Berufung in diesem höchsten Punkt, wo gerade die Tierkreiszeichen Waage befindet, bei Sonnenaufgang. Weil das dreht sich dann im laufenden Tag, aber das ist die Energie, wie wir starten. Das bedeutet, Sonne ist hier im Tierkreiszeichen Schütze und dieser Platz symbolisiert das Ich, die Persönlichkeit, die Auftreten. Und so ist man wahr, so wird man auch wahrgenommen. Und die Schützengeborenen haben auch die Bedürfnis gerade wahrgenommen zu werden. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und ich setze Mond zum Wassermann, das entspricht dem zweiten Lebensbereich. Und hier sind die Werte. Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch die Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Mond vermittelt uns alle diese Energie, wie wichtig heute ist, das Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch wichtig, um die Finanzen zu kümmern. Ihr könnt jetzt die Frage stellen, wie kann das sein, dass Schütze folgt Wassermann? Wo ist die Tierkreiszeichen Steinbock? Weil nach der Reihenfolge kommt Schütze, dann folgt Steinbock und dann kommt der Wassermann. Wo ist die Steinbock? Steinbock ist eingeschlossen. Steinbock ist im ersten Lebensbereich eingeschlossen.
In den vergangenen Tagen war die Tierkreiszeichen Wassermann eingeschlossen im Bereich Finanzen. Jetzt kommt das im Fluss. Die Wassermann-Geborenen sind jetzt befreit. Endlich geht alles voran, was die Finanzen betrifft und auch die Wertschätzung. Aber die Steinbock-Geborenen fühlen sich gerade wie eingesperrt. Und sie wissen nicht, wie vermitteln das, was sie vermitteln wollen. Es ist diese Auftreten. Oder geht es auch um Aussehen? Geht es auch um die Persönlichkeit? Und da sind die Steinbock-Geborenen, entweder haben eine gewisse Zurückhaltung momentan oder sie wollen das nicht zeigen, sich eher verstecken, im Hintergrund bleiben. Dieses Gefühl, wie eingesperrt zu sein, diesen Gefühl haben gerade die Steinbock-Geborenen. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich ist wichtig jetzt die Wahrheitssuche. Wie ein Sonnenaufgang möchte man ins Licht oder etwas vermitteln und damit in die Öffentlichkeit stehen. Das sind Themen für die Schützengeborenen. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion im 11. Lebensbereich. Und hier in diesem Lebensbereich sind die Freundschaften, aber auch gleichgesinnte Menschen, wie eine Gruppe, wie zum Beispiel Sportverein oder in einer Gruppe teilzunehmen, wie im Internet, sich in einer Gruppe sich einschließen oder eine Partei. Also hier kommen die Freundschaften, Bekanntschaften oder zusammen zu sein mit gleichgesinnten Menschen. Aber in diesem 11. Lebensbereich sind auch die Hoffnungen. Und natürlich, die Hoffnung steht sehr gut bei der Liebe Partnerschaft, weil das, was Venus Energie vermittelt. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Erstmal kommt Mars, genau. Erstmal kommt Mars. Mars, wir machen das nach der Reihenfolge, so wie im Sonnensystem die Planeten nach der Reihenfolge sind. In indischen Astrologie ist das anderes, weil in indischen Astrologie startet man mit Sonne, Sonntag, Mond, Montag, Mars, Dienstag, Merkur, Mittwoch, Donnerstag, Jupiter, Freitag, Venus, Samstag, Saturn und dann kommen die äußeren Planeten, dann so wie die Reihenfolge im Sonnensystem Uranus, Neptun und Pluto. Aber in westlichen Astrologie ist es so wie im Sonnensystem die Planeten, die Entfernung von die Sonne. Entfernung von die Sonne, also kommt als nächste Mars und Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist der dritte Lebensbereich. Das ist Internet, das ist Medien, das ist Schulungen, bedeutet auch Verwandte, Bekannte, Nachbarn. Und hier ist die Energie, die Bewegung und es ist eine fließende Bewegung durch die Tierkreiszeichen Fischen. Das Wasserelement bringt alles im Fluss. Jupiter, jetzt kommt Jupiter, genau, im Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter fühlt sich auch sehr wohl bei Schütze, weil herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Dann folgt Saturn in Tierkreiszeichen Steinbock. Und hier haben die Steinbock-Geborenen die Lernaufgabe, sich nicht eingeschränkt fühlen, sondern befreien von etwas. Die Steinbock-Geborenen bedrückt etwas und sind im Rückzug. Also nicht bedrückt fühlen, sondern raus aus die Enge, sich sichtbar machen, zeigen, weitermachen. Und genau hier, diese Befreiung ist die Lernaufgabe bei den Steinbock-Geborenen. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder. Uranus ist rückläufig, das bremst etwas, aber hat mit Vergangenheit auch etwas zu tun. Im Tierkreiszeichen Widder, im tiefsten Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang. Und in diesem tiefsten Punkt, das ist wie das Wurzel des Baumes, hier fühlen wir uns verwurzelt. Und das ist unser Zuhause.
Aber symbolisiert auch die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft, steht auch in Verbindung. Und hier kommen Umbrüche, Veränderungen. Aber bei dieser Rückläufigkeit noch Rückschau, noch hängt etwas, was mit der Vergangenheit etwas zu tun ist. Neptun ist in Tierkreiszeichen Fischen, hier die Neptun-Energie. Neptun ist gar nicht so einfach zu verstehen. Eigentlich ist wunderbar diese Energie. Das ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Und das symbolisiert unseren Gefühlen und Träume und Visionen. Und diese Neptun-Energie brauchen die Künstler, weil das ist Inspiration. Aber Neptun ist manchmal undurchschaubar, ein bisschen bewölkt. Es ist schwierig, da was zu klären. Pluto ist die innere Kraft, die Transformation und zeigt uns, konzentriert in dieser Kraft zu bleiben. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und diese innere Kraft brauchen gerade die Steinbock-Geborenen. Und kommt Chiron. Chiron ist ein Kleinplanet, befindet sich im Sonnensystem zwischen Saturn und Uranus. Und es ist ein Kentaur, halb Pferd, halb Mensch. Und Chiron hat vieles erlebt. Sein Vater hat ihn verlassen, die Mutter hat ihn alleine gelassen. Dann wurde von Sonnengott Apollo großgezogen, wurde später körperlich verletzt mit einem giftigen Pfeil. Dann war auch der körperliche Schmerz da. Chiron hat die seelische Schmerz erlebt, auch das körperliche Schmerz erlebt. Und trotzdem war er eine Weise und war ein großartiger Heiler. Und zeigt in Astrologie, im Horoskop, wo weh tut. Oft das hat mit Krankheiten etwas zu tun und braucht man Heilung. Bei vielen, vielen Horoskopen zeigt die Interesse an Heilung als Berufung. Natürlich kann das auch sein, dass hier aktiviert Chiron etwas. Aber nicht nur um die Krankheiten handelt, sondern in Lebenssituationen, was immer wieder zurückkehrt und kränkt uns. Immer wieder das Gleiche. Wie zum Beispiel, die Nachbarin grüßt uns nicht, das jeden Tag. Und das belastet und das kränkt, weil wir finden keine Lösung. Und wir brauchen irgendwie Ordnung reinbringen, bereinigen, brauchen eine Heilung. Und diese Heilenergie, diese Chiron-Energie, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, aber im Grenzbereich, weil übergeht bald in Tierkreiszeichen wieder. Ich setze auch so in den Grenzbereich, weil das ist Orbisbereich, das wirkt zu beiden Themen, aber auch bei den Tierkreiszeichen. Hier zeigt, was kränkt. Etwas in die Familie oder in die Schule oder in Medien, Nachrichten und zu Hause ist auch etwas da und das erleben die Fischengeborenen und die Wiedergeborenen. Und jetzt ein bisschen Verknüpfung zum indischen Astrologie, weil die indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und hier wird bei Wiederenergie aktiviert Ashwini. Und dieser Mondhaus bedeutet Heilung. Also durch die Mondhaus Ashwini kommt auch diese Heilenergie. Also das hängt jetzt mal per Zufall ist es. Also Chiron mit diesem Mondhaus hat nichts zu tun. Aber so ist interessant, dass beide hier in diesem Bereich betont die Heilung. Also auch die Mondhaus, auch die Chiron-Energie. Hier brauchen wir Heilung. Die heutige Engel nach Kabbalah ist Engel Sealiach und hat den Zahl 45, Engel der treibende Kraft, Engel der Hoffnung, die Begeisterung, Konzentration motiviert uns, gibt uns Kraft und Ausdauer, Schutzpatron, die vier Elementen, Feuer, Luft, Erde, Wasser, bringt etwas im Schwung und öffnet unserem Herz für die Liebe. Dieser Engel steht in Verbindung zum Sonne, Verbindung zum Wasserelement und zum Tierkreiszeichen Skorpion. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.